Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Montix. Ja, hier mit Astro Aqua Kitty, einer Neuerscheinung hier für die Xbox One, PlayStation glaube ich auch und PC, also über Steam glaube ich erhältlich, ist auf jeden Fall alles in der Videobeschreibung mit drin. Es ist ein Shoot'em-Up-Game, ja, wie man es so, sag ich mal, von früher kennt, ist genau mein Ding, sowas zocke ich gerne, solche Games. Und da habe ich gedacht, okay, da können wir uns das auf jeden Fall mal reinziehen. Ist RPG-lastig, also irgendwie mit Levelsystem, Waffensystem, also Schiff aufwerten, seine Crew aufwerten und so, ist eigentlich recht interessant gemacht. Ob das ganze Ding lang spielbar ist, ich glaube 8 Level hat das ganze Ding, 8 größere Level, so wie ich das verstanden habe, die so Metroidvania-mäßig so aufgebaut sind, also schalte hier was frei, da kommst du da rein und so weiter. Das Ganze noch mit Leveln und wie gesagt Waffen finden und so, klingt auf jeden Fall für mich im ersten Moment sehr, sehr interessant und deswegen wollte ich mir das Game mal anschauen. Ja, am Anfang kann man dann hier so seine Crew auswählen. Wir hätten hier diesen Heavy Scout, Chaos Fighter. Ja, müssen wir mal gucken, wer da was kann. Also hier ein bisschen mehr Repair, was auch immer Repair ist. Fast Fire? Ah, okay. Also fangen wir mal vorne an. Die haben alle unterschiedliche Werte, wie ihr hier seht, was sie dann ihrem Schiff da mitgeben. Und ja, extra Armor auch noch, sehe ich gerade hier. Und dann hier unten sieht man auch nochmal so Skills, die freischalten. Hier Armor-Experte, Energy Blades und so weiter, Cluster Bomb. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ist, dann wäre es geil. Long Rage Bullets, das ist sicherlich nicht schlecht. Allerdings hat Scout relativ wenig Health, ist aber relativ schnell. Schnell ist auch immer gut in dem Spiel. Ich hätte eigentlich gerne, was hätte ich eigentlich gern? Weiß ich gar nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Hier sowas wie Fighter, der hat nämlich Repair, Health, ist überall relativ ausgeglichen eigentlich. Hat keine richtige Schwäche, ist nicht schlecht. Frenzy, also wild irgendwie, Armor Piercing, Fast Fire, könnte auch interessant sein, ich weiß es nicht ganz genau. Und dann kann man unten nochmal Select Engineer, also nochmal ein Crewmitglied praktisch mitnehmen, der dann auch noch verschiedenste Sachen hat. Haben die gleichen Fähigkeiten? Kann ich das irgendwann tauschen? All diese Fragen, das weiß ich nicht ganz genau. Anti-Bullet Ring, oh, das ist sicherlich auch nicht schlecht, Defense hier. Oh, der gibt dann auch, die geben auch wieder Buffs dann irgendwie drauf. Okay. Double Fire. Huiuiui, das klingt geil, oder? Double Fire ist cool. Gem Drop Boost klingt auch geil, um zu leveln. Effective Use, keine Ahnung. Equipment Knowledge. Also das klingt alles relativ geil, was der hier hat. Und er skillt auch alles so relativ gut durch. Wie gesagt, hier Defense, hier eher auf Repair, also irgendwie auf Heilung setzt der hier mehr. Aber Doppelfire ist natürlich geil, oder? Und auch die Drop-Effektivität, das klingt für mich schon mal geil. Jetzt müssen wir nur gucken, wen holen wir hier oben. Fastfire, also hier, der ist ausgeglichen. Das weiß ich jetzt ehrlich nicht. Hier, Clusterbomb. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, ob ich die irgendwann nochmal, die Piloten hier wechseln kann im Spiel. Keine Ahnung. Long Range, das klingt eigentlich schon ganz geil. Seeker Pod, Impossible Shot. Mhm. Lucky Find. Oh, das klingt auch geil. Also alles so, was man so finden kann. Trap Bubble, Bullet Spray, Fast Fire. Oder soll ich wirklich auf ihn hier gehen? Komm, wir holen Fighter, wir holen Gadget, wir holen regulär. Also regulärer Schwierigkeitsgrad. Kann ich mal noch ganz kurz gucken. Ja, und dann wird das hier immer heftig. Ups, nein, das wollte ich nicht. Wird dann immer heftiger halt. Regulär ist schon relativ schwer, was ich da so gehört habe. Ja, starten wir einfach mal so ins Game. So, da legt schon irgendjemand los mit Gebrabbel. Ja, also es gibt da irgendwie so einen Notruf, was weiß ich, so habe ich das jetzt mal übersetzt. Mein Englisch ist eher schwach, also wenn ihr mir da helfen könnt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Das ist, glaube ich, Levelauswahl. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie so Asteroiden und ja, da die sind irgendwie unter Wasser gesetzt oder was und wir können da mit unserem Aqua, Astro, Kitty, wie auch immer, da so rein. Ja. Ich muss mal gerade gucken, was die da so von sich geben. Ja, sie wollen dort landen und sich das Ganze mal angucken und abmeinen und was weiß ich. Keine Ahnung. Ja. Ich würde sagen, so läuft's, oder? So wird's bestimmt sein. So, dann starten wir hier. You are clear to the liquid rocks. Let's test your ship weapons next. Also, ja. Roger that. Alles klar.
Wir sollen hier ein bisschen was blattballern und sollen da ein bisschen was aufsammeln. Jo, wir wissen Bescheid, dann machen wir das mal. Oh, ich muss gerade für mich hier ein bisschen leiser machen, das ist mir ein bisschen zu laut hier. So, da können wir also hier die Sachen da wegballern, können da was aufsammeln. Man kann irgendwie hier das Schiff auch noch drehen und dann immer in gewisse Richtungen schießen, auch wenn man hier an die Seite kommt. Das macht eigentlich jetzt keinen Damage und so, ist also ganz geil gemacht. Bin ich mal gespannt, was da so kommt. Plasma-Kanone haben wir jetzt aufgesammelt. Also wir sollen LT drücken, um hier dann die zweite Waffe auszuwählen, die dann auf B geschossen werden kann. Komme ich so? Ah, so komme ich immer hier rein ins Inventar. Okay, also wir hätten hier einmal den linken Stick, den linken Schultertaste, dann den linken Bumper praktisch, L1, L2 halt eben schießen hier. Und dann der zweite Schuss ist hier mit B. Jo, hier können wir noch irgendwas machen. Jo, die Tore aufmachen, alles klar. Wir sollen da irgendwas untersuchen, denke ich mal. Ja, und wir sollen irgendwie docken. So, absolut, geil. Machen wir. So, wie gesagt, und mein Englisch ist eher mäßig. Jo, dann hier, wenn man angedockt hat, dann kann man irgendwie im Beacon Shop was kaufen, um das Schiff abzugraden und so weiter. Ja. Und um zu speichern, kann man das hier noch? Ne, weiß ich nicht. Jo, dann könnte man hier so Waffen kaufen und hier upgraden. Ich glaube, das geht dann später mit einem Level up oder sowas. Da braucht man aber auch die Gems dafür, deswegen wäre ich eher dafür, das zu sparen. Dann kann man auch verschiedenste Waffen dann da vergleichen. Geht das dann? Compare. Ist das dann vergleichen oder was? Denke ich mal, oder? Ah ja, genau. Dann zeigt das mal oben an, was sich da verändert und so weiter. Ah, Health geht da auch noch ein bisschen hoch und was weiß ich, keine Ahnung. Jo, lassen wir es mal so. Ich mache jetzt zuerst mal nichts. Jo, und wir speichern mal. 117 Gems haben wir. Jo, alles klar. Tor geht auf und wir können ein bisschen loslegen. Ja, willkommen zur Basis. Irgendwas ist wichtig. Scheiße. Ja, das könnte noch ein bisschen schwierig werden mit dem Englisch. Ich habe eigentlich drauf gehofft, dass das Spiel auf Deutsch ist. Englisch ist echt nicht so meine Stärke. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie so ein Problem mit irgendwie Felsen und wir sollen dorthin und keine Ahnung. Ja, jetzt kann man hier noch mit jedem da quatschen oder jeder gibt da so ein bisschen Tipps. Hier kann man auch noch die hier so die Karte verändern zum Beispiel und verschiedenste andere rudimentäre Änderungen vornehmen. Was noch ganz geil ist, wenn man die Karte größer stellt, sieht man auch ein bisschen mehr. Also es ist nicht wirklich die Karte nur ein bisschen größer gemacht, sondern man sieht auch ein bisschen mehr. Ich lasse mal auf Medium, ich denke, das könnte helfen. Dann sieht man oben schon ganz klar, was da los ist. Wie gesagt, manche Stellen hier sind jetzt verschlossen, manche weniger und so weiter. Und jetzt starten wir da einfach mal. Ich hätte das Spiel nicht angefangen, also nicht, dass er jetzt sagt, Mensch, was macht der da? Ich hätte das Spiel nicht angefangen, wenn es jetzt arg storylastig und super schwierig wird. Ich denke nicht, dass das so sein wird. Also ich denke schon, dass wir das so hinbekommen. So, der will jetzt was von uns. Ahoy der, dem seine Batterien wurden gestohlen und die sollen wir irgendwie zurückbringen, dass er da irgendwie, ich glaube, hier die Tore öffnen kann. Alles klar, oder auch vielleicht nach unten, ich weiß es nicht. Und hier sind die ersten Gegner. Und da können wir auch so ein bisschen loslegen. Da seht ihr das, 5 XP, also das Ganze ist so auf Levelbasis und es geht halt echt ordentlich ab, wie man hier schon ordentlich sieht. Da passiert schon ein bisschen was. Und es ist kein Roguelite, wie man vielleicht zuerst vermuten würde, dass man denkt, ja gut, alles klar, man wird da irgendwie zurückgesetzt oder so. Sondern wenn hier Feierabend ist, dann ist auch Feierabend. Also man muss dann abspeichern. Hier ist irgendwie Energie, die man aufsammeln kann. Damit kann ich, glaube ich, meine sekundären Waffen, das hier abschießen. Ah, oh, okay. Und ihr seht auch, dass die splitten auch noch so die Waffen. Also gibt es schon verschiedenste coole Möglichkeiten, da was zu machen. Auch immer mal oben auf die Karte vielleicht schauen und leveln und tun und machen. Solche Sachen gehen mir eigentlich immer geil ab. Dann das Schiff upgraden und so, das klingt auf jeden Fall alles mega spaßig. Wird wahrscheinlich jetzt nicht allzu lange dauern, der ganze Kram hier. Aber für so ein paar Stunden zwischendurch mal so ein bisschen leveln und so, Waffen finden und so, das ist immer genau mein Ding. Hoffe ich mal, dass es das sein wird. Es könnte natürlich ultra schwierig werden. Hier haben wir die erste Batterie gefunden. Wird auch unten rechts angezeigt, dass wir da so eine Batterie gefunden haben. Und ich bin schon fast down. Was mache ich da? Ist das Energie? Nee, irgendwas Grünes kann da noch droppen. Dann kriegt man, glaube ich, Energie. Und wenn ich hier zurückgehe und ich glaube, dann save, genau, dann bin ich auch wieder full life und kann da so ein bisschen weiter leveln sozusagen. Jetzt können wir uns hier ein bisschen umsehen und versuchen. Genau, hier sollen wir ja hin.
ist das hier? You need to find zwei Piloten, um diese Operation zu starten oder so. So irgendwie übersetze ich das jetzt mal. So. Okay, wir müssen also zwei Piloten finden. Wird das irgendwie auf der Karte angezeigt? Da ist noch was Rotes auf der Karte. Ja, gut, dass ich auf die Karte gucke und mich abballern lasse oder irgendwas in mich reinfliegt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier runter. Ich denke, das wird dann schon sehr wichtig sein, da am Anfang ein bisschen zu leveln oder sowas. Und ein bisschen mehr. Ah, da haben wir noch eine Batterie. Ich glaube, das war's doch schon. Wir sollten noch nur zwei Batterien bringen, oder? Dann können wir in den Bereich nach oben oder nach unten. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Wir holen hier die XP mit von den kleinen Gegnern hier. Es gibt da auch so eine Art Mini-Respawn, wenn ich das so verstanden habe, richtig. So, drei Batterien. Ich habe sie alle gefunden. Wunderbar. Die Power ist restored. Und wir können da weiterziehen. Oben und unten. Okay. Das ist wichtig zu wissen. Der will jetzt auch noch was von uns. Irgendwelche Krabben sind hier im Hangar. Und jo, die machen doof. Okay, hau mal weg. Wir ballern einfach auf alles. Remember to equip the sides. Jo. Also wir können irgendwie unser Schiff verstärken, wenn ich das richtig verstanden habe. Immer schön drauf ballern. Was geht da ab? Was macht der da? Ist das irgendwie relevant für mich? Ja, das könnte schon lustig werden. Wahrscheinlich muss das Ding da durch, ohne Schaden zu nehmen, an eine gewisse Position. Ah, genau, da oben hin wahrscheinlich. Es läuft jetzt wahrscheinlich da so mit. Und ich muss es verteidigen. So gehe ich mal davon aus, dass das so stattfinden wird. Irgendwas hat mir da ordentlich Damage geballert. Aber solche Games gehen mir einfach richtig gut ab. Ohne Witz, da habe ich meinen Spaß dran. So, hier Switch. Das geht wahrscheinlich noch nicht. Doch, geht. Aber trotzdem müssen wir die wahrscheinlich hier reinbringen, oder? Dann passiert ja irgendwas. Ja, jetzt läuft die da irgendwo rein. Laufen dann neue Dinger? Oh, nee, passiert nicht. Hä? Keine Ahnung, dachte ich eigentlich, dass die da reinlaufen. Vielleicht muss ich das irgendwie machen. Keine Ahnung. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Ich kann mal hier unsere Super-Duper-Waffe da ein bisschen reinballern. Die kann ja so ein bisschen rumspreaden und dann dementsprechend schon ein bisschen Schaden verursachen. Hier Energie, sehr schön. So, wir brauchen definitiv eine stärkere Waffe. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ist Aufleveln ist eher Defense-Sachen und dann auch die Skills, die eben genannt waren, die ich selbst noch gar nicht genau weiß, was die letzten Endes bewirken. Das werden wir dann sehen. Was ist gelber Schaden? Weiß ich auch nicht. Ist das kritischer Schaden? Könnte sein, weiß ich nicht. So, hier können wir irgendwas switchen, aufmachen. Da geht's. Oh, nein, 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 nichts Falsches drücken. Bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir einmal down gehen und ich den ganzen Quatsch hier nochmal spielen darf. So, immer schön Gems sammeln und farmen. Ist sicherlich auch nicht schlecht. Da ist wieder so ein Gem. Oh, wir haben schon einige. Sehr schön. So, was muss ich jetzt hier machen? Ich sollte doch von dem die Krabben da irgendwie vernichten. Das habe ich ja eigentlich gemacht. Sind die jetzt zufrieden? Ja, genau. Also manchmal gibt es da grüne Steine oder grüne Edelsteine, um mich zu heilen. Das wissen wir ja. So, findest du das jetzt geil? Wer war das? Ah, der Typ da unten. Der findet das geil. Jo. Sie haben den Hangar verlassen. Crate, du bist on board. Ah, okay. Wir haben einen Piloten gefunden. Sehr schön. Was ist mit dem Ding, das hier rund läuft? Also, es ist einfach eine Verteidigungsanlage, die hier so rund fährt, oder was? Okay, jetzt können wir weiter nach unten. Ja, und jetzt ist die größere Map schon direkt Gold wert. Seht ihr das oben? Das ist schon ganz hilfreich. Auch wenn ich hier, warum auch immer, nicht rauskomme. Warum nicht? Muss ich doch da hinten raus. Ist aber auf jeden Fall geil. Also mir gefallen solche Games absolut. So, hier wollten wir nach unten. Und dann steht auch gleich der erste Level-Up an. Sieht doch direkt schon mal ganz nice aus. So, können wir auch hier wieder... Oh, da sind irgendwelche feindlichen Schiffe, wo ich die Raketen nicht abschießen kann. Traumhaft. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Ding, jetzt rauszufinden, welche Gegner können was, welche stärkeren Bosse und so weiter kommen noch was, wie muss ich meine Crew oder mein Schiff umequippen, um da eine Chance zu haben und so, das geht mir eigentlich immer geil ab. Deswegen wollte ich euch so ein Game mal zeigen, ist eigentlich immer ganz geil, auch für mich so zwischendurch mal zu zocken. Ah, hier gab es dann ein bisschen Leben, sehr schön und wir haben auch bald ein Level Up, sehr geil. Das ist halt geil zum Farmen und so, sowas liebe ich ja. Oh, you leveled up. Ja, but, das macht dich nicht automatisch stärker. You need a, what? To go to a beacon. Also ich muss zu einer Undock-Station da gehen, glaube ich. Das war ja das, was ich eben schon vermutet hatte oder gesagt habe, wie auch immer. So, da in der Mitte können wir noch was finden und die großen Schiffe da droppen immer schöne,
Steine oder... Oh ja, da geht's ordentlich ab. Sehr geil, ist schon mal hilfreich. Da in der Mitte war noch irgendwas. Und hier unten ist noch ein Questgeber, der irgendwas von uns will. Oh, und Laserbeam haben wir auch noch gefunden. Jetzt geht's richtig ab. So. Wie gesagt, es wäre geil von euch, wenn ihr mir ein bisschen was zu der Story oder was auch immer da los ist, wenn ich irgendwas falsch übersetzt habe, könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht gehe ich das ein oder andere Mal drauf ein, je nachdem, wie weit ich da voraus aufnehme. Oder wenn ich wirklich irgendwas gar nicht raffe, wenn ich irgendwie komplett falsch bin und da irgendwie rumslide da im Wasser, Meer, All, wie auch immer, dann könnt ihr mir ja auch helfen und im nächsten Part kann ich dann da drauf eingehen oder so. Ja, ich habe einen zurückgelassenen Pilot da irgendwie gefunden. Ja, ob er irgendwas braucht. Nee, er kommt einfach so mit. Und Dauerfeuer, einfach Friendly Fire hier in die Leute reingehalten. Oh, und hier ist nochmal ein Questgeber, also geht's schon ordentlich ab. Der braucht irgendwie Milch oder so. Nee, was ist mit dem? Hä? Was wollten der von mir? Oh, das hätte ich besser mal lesen sollen. Irgendwas mit Milch, oder? Mist. Irgendwas hat er gemeint, keine Ahnung. Ja, hier sieht man es dann mit dem Little Respawn, wenn ich es mal so nennen will. Ich weiß nicht, wenn ich speichere, ob dann ein größerer Respawn kommt. Kann ich das öffnen? Ah ja, kann ich, okay. Was? Virus Scam oder sowas? So, ein paar Gegner holen wir noch mit. Könnte ja was droppen. Ist, denke ich mal, am Anfang schon wichtig, da relativ gründlich vorzugehen, um das eine oder andere Gute mitzunehmen. Wir haben 363 Gems und da gucken wir doch einfach mal rein. Docken hier. When you level up, you can spend gems to upgrade your ship. Ich denke, das ist klar. Also die Schiffs-Upgrades können wir da machen auf der rechten Seite. Health, Armor und Energy können wir da upgraden. When you level up, you get a skill point. You can spend to gain a new skill and you can... also wir können da irgendwas freischalten und so, genau. Und dann auch equippen. Und das ist auch ganz gut gemacht. Hier sieht man eigentlich relativ schnell, ob das passive, aktive Fähigkeiten sind. Es wird einmal oben links in dem Text steht es halt und da steht auch das Symbol und daran erkennt man es halt sehr, sehr gut. So, also hier können wir zum Beispiel direkt durch Armor durchballern. Hier können wir irgendwie unsere Schussrate für eine gewisse Zeit erhöhen. Das ist sicherlich nicht schlecht. Und dann hier... Oh, das ist geil. Destroyed enemies give you a damage buff. Bei Bossen oder auch so in Gruppen und so. Das ist nicht schlecht. Unused skill point 1, equipped 0 von 4. Okay, gucken wir mal, was kann der hier? Enemies drop more gems. Ja gut, was will man mehr, oder? Das ist auf jeden Fall geil. Effective use, double the effect of health and energy pickups. Das ist auch nicht schlecht. Double fire ist wieder so ein Skill. Und hier Equipment Knowledge, increase the extra effects found on weapon and devices by 50%. Was? Wenn ein extra Effekt drauf ist, das ist heftig, glaube ich. Das könnte mal richtig heftig werden. Aber trotzdem, hier für den Anfang würde ich sagen, hier holen wir der Gem Boost. Den equippen wir auch. Und auch hier sein, weiß ich nicht, Piercing ist nicht, beides ist nicht schlecht. Und da, also geht gar nicht. Achso, ich könnte jetzt nur eins freischalten. Okay. Okay, da bin ich aber zufrieden damit. Das war in Ordnung. Moment mal. Wir haben das. Achso, genau. Hier Skill, Map, kann man alles so durchschalten. Kann sich dann Sachen auch ansehen. Das sehen wir es ja. Mit den zwei Piloten müssen wir jetzt da vorne hin. Da sind auch irgendwelche rote Punkte schon eingezeichnet, die mich ein bisschen nervös machen. Wow. Achso, und das sind die Speicherpunkte, die grünen Punkte oder was? Die Docks. Gehe ich mal davon aus. Okay, wir haben das equipped. 0 von 4... Vier Stück können wir maximal auslösen. Jo, da kann ich die ganzen Passiven zum Beispiel nehmen. So, auf sowas stehe ich immer, dass ich immer alles direkt immer mega am Start habe. Müssen wir mal gucken. Da haben wir irgendwelche Waffen gefunden. Virus Scam. Gun natürlich. Oder Laser Beam. Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Ich setze mal... Ups. Nein, das wollte ich gar nicht. Hier, das zweite mache ich weg. Das kann man mal so ein bisschen durchswitchen und sich die Sachen mal angucken. Den normalen Laserbeam lasse ich natürlich drin. Oder dieser Plasma Gun. Wo steht es eigentlich, dass der gar keine Energie braucht? Reload, Energy Use 0,1. Ah, okay, deswegen wahrscheinlich. Ja. Da muss man halt ein bisschen drauf achten. Und dann könnten wir hier leveln und da geht schon einiges. Schiffs-Upgrade, Armor, Energy, ich würde sagen, Health machen wir mal. Also können wir alles hochsetzen. Dann setzen wir alles hoch. Alles klar.
So, und das Ganze speichern wir. Und da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Macht auf jeden Fall schon richtig Laune. Ich hoffe, das Ganze unterhält euch etwas und macht vielleicht auch Laune beim Zusehen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein bisschen bei dem Projekt am Start bleibt. Und dann ziehen wir uns das mal rein. Und wenn euch das Spiel natürlich gefällt, unterstützt die Entwickler, die Publisher und kauft es euch. Zockt es auch ein bisschen. Wäre auf jeden Fall mega nice. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.